Moin Leute, mein Name ist Chris, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal im Außeneinsatz und heute zeige ich euch mal, wo der Navara seine Schwachstellen hat und woran man die ganzen Schwachstellen erkennt. Also, bleibt dabei! Soll ich euch mal verraten, was der Nissan Navara mit der Tafel Schokolade gemeinsam hat? Wer will's wissen? Beide in der Mitte durchknicken. Ja Leute, da sind wir also. Das ist mein Nissan Navara D22 von 2007 und ich bin angeschrieben worden, warum ich mir denn einen Navara kaufe. Man weiß doch, dass beim Navara gerne mal der Rahmen durchbricht, wenn man ihn zu hart dran nimmt oder wenn man ihn zu sehr volllädt. Und jetzt zeige ich euch mal ein paar Sachen, auf die es ankommt, wenn ihr euch mal einen Navara anschauen möchtet. Und zwar, es kommt besonders hier auf die Heckpartie an. Gerade wenn es hier hinten in die Mitte geht. Da müssten wir uns jetzt mal ein bisschen die Hände schmutzig machen, beziehungsweise unter den Dreck knien und mal genau gucken, wo die Wurzel des Problems liegt. Aber bevor wir uns jetzt in den Dreck schmeißen, es gibt einen Trick, an dem man demonstrieren könnte, wenn man jetzt eine Hebebühne hätte, die ich nicht habe. Was ich meine. Und zwar, wenn man jetzt auf der Bühne steht und man die Bühne anheben könnte, vorne, hinten, Ansatzpunkte hochheben und man klemmt hier was dazwischen, zum Beispiel eine Tube Kleber oder sowas, irgendwas, ein Plastikfläschchen und hebt dann an, was würde man sehen? Ja, dass hier diese Tube einfach rausfallen würde. Das spricht dafür, dass hier dieser Spalt in Bewegung ist und es wird durch den Rahmen gehalten. Also der Rahmen biegt sich, das ist eigentlich normal, aber beim Navara verursacht das ein bisschen was. Das ist ein Punkt, wo man sehen kann, wie sehr sich der Rahmen in sich schon bewegt, wenn man ihn unterschiedlich belastet. Das heißt, wenn man vorne, hinten anhebt, runterlässt. Und wenn ich jetzt durchs Gelände fahre, kommen noch Torsionskräfte dazu. Der Rahmen arbeitet, biegt sich. Ist alles ganz normal, aber es kann auch Folgen haben, wenn man wenigstens Qualitätsmängel im Rahmen hat. Und die zeige ich euch jetzt mal ein bisschen genauer. So, wir sind jetzt hier am Radkasten, hinten links. Das ist hier die Nahtstelle, Ladefläche, Fahrerkabine, die ich euch eben schon mal gezeigt habe. Und man sieht es jetzt leider nicht, es ist ein bisschen dunkel. Hier hinten sind die Aufnahmepunkte für die Ladefläche. Da, wo die Ladefläche am Rahmen befestigt ist. Ja, jetzt habe ich mir mal ein bisschen bequem gemacht hier vor meinem LKW, vor dem Radkasten. Ich habe es euch gerade gezeigt, wo das Problem liegt. Ich zeige euch jetzt zwischendurch mal ein paar Aufnahmen, wie so ein gefalteter Pickup aussehen kann, wenn der Rahmen bricht, ist nicht hübsch. Und auch ein paar Detailaufnahmen, wie der gebrochene Rahmen aussehen kann. Und erzähle euch dabei zwischendurch noch ein bisschen was. Das Problem sind die Baujahre zwischen 2005 und 2008 bei der Version D40. Und auch nur bei den Fahrzeugen, die in Barcelona in Spanien produziert wurden. Das Ganze rührt daher, dass der Rahmen nicht richtig behandelt wurde. Er hat keinen Korrosionsschutz im Rahmen innen drin und ihm fehlen Ablauflöcher für das Regenwasser bzw. das Spritzwasser, das sich im Rahmen sammelt, kann nicht ablaufen und führt dort zu Roststellen. Das heißt, der Rahmen rostet von innen durch, führt dann zur Materialschwächung und somit entstehen Risse, Brüche und ich habe es in anderen Probefahrten, bei anderen Probefahrten auch schon mal gesehen und selber erlebt, man kann wirklich mit den bloßen Fingern ein Stück vom Rahmen abbrechen. Das ist schon ganz schön heftig. Ja, in manchen Ländern hat Nissan das Ganze versucht zu beheben, indem es einen Rückkauf angeboten hat. Man konnte den Wagen zurückgeben, man konnte den Rahmen reparieren oder verstärken lassen. Es gibt auch Reparaturbleche, die man einschweißen kann. Das gibt es extra auf eBay sogar zu kaufen. Reparaturbleche für den Leiterrahmen eines Nissan Navara D40.
Nissan hat die ganzen Probleme aber scheinbar schon wieder in den Griff bekommen. Das Problem bestand nur bis 2008. Und was für die jetzige Qualität des Rahmens spricht, ist unter anderem die Tatsache, dass sogar die X-Klasse von Mercedes auf der Basis des Nissan Navara gebaut wird. Der Rahmen ist in der Tat derselbe. Ja, jetzt haben wir tatsächlich mal die 5 Minuten Sonne am Tag erwischt, die gerade hier scheint. Aber ich wollte euch noch ein zweites Rostproblem beim Navara zeigen. Der hier hat es jetzt nicht, das ist das Gute daran. Wir haben hier immer noch hinten links den Radkasten. Beim D40 ist es so, dass man häufiger in diesem Bereich hier, an der Fläche, auf beiden Seiten Rostblasen sieht. Das sind Rostblasen, die von innen kommen. Das heißt, der Wagen ist durchgefault. Rost von innen nach draußen, bis der Lack abplatzt. Das kommt daher, dass hier im Radhaus der Dreck spritzt, Wasser und Schlamm und Dreck wird hochgeschleudert und gelangt hier in den Wagen, weil hier innen drin nicht viel Verkleidung ist beim D40 und hier gibt es ein äußeres Blech oder ein inneres Blech, dazwischen ist ein Hohlraum, da sammelt sich der Dreck. Da bleibt der Dreck auch drin, er fließt nicht ab. Da sammelt sich auch Salzwasser im Winter und der ganze Dreck, die Feuchtigkeit bleibt da drin, es stockt richtig hier drin und dann fehlt auch noch ein bisschen Korrosionsschutz vermutlich. Und so kommt es zu dem Phänomen, dass hier bei den meisten D40 diese Baureihe hinten Rostblasen zu sehen sind. Wenn ihr so ein bisschen drückt dann hört ihr auch schon, dass es knirscht und wenn ihr noch ein bisschen mehr drückt, seid ihr dann drin. Und kann man nicht viel dran machen, außer reinschweißen, was drüber spachteln, wenn man es eilig hat. Ansonsten ist der Wagen an der Stelle einfach durch. Und noch etwas in eigener Sache, bevor ich es vergesse. Ich suche immer noch einen Stellplatz, wo ich meinen Wagen zerlegen und zerschrauben kann, beziehungsweise einen Camper daraus bauen könnte. Wenn jetzt bei euch jemand dabei ist, der zuschaut, der im Raum Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet, einen Stellplatz, eine Scheune oder dergleichen für mich zur Verfügung hat, auch zur Miete, dann meldet euch bitte bei mir. Ich suche noch was. So, wenn man so einen angerosteten Rahmen unter seinem Navara hat, wie wird das Ganze repariert? Der Rahmen und die Fahrerkabine werden abgebaut, der Wagen wird völlig zerlegt, der Rahmen wird blank gemacht und dann wird der Rost von außen erst einmal gelöst. Das passiert mit einem speziellen Hammer. Das wird alles abgeklopft, dann wird das Ganze gebürstet, geschliffen und auch von innen wird der Rost gelöst, indem der Rahmen mit Kältespray, ja, man kann sagen, vereist wird. Und dann wird er durchgeblasen. Dann kommt der ganze Rost raus. Man kann das Ganze versiegeln von innen. Man kann das Ganze mit Rostschutz behandeln, überlackieren. Wenn Schwachstellen da sind, kann man sie verstärken. Manche, habe ich gesehen, schweißen noch extra Teile in die Ecken. Das heißt, überall, wo man eine T-Verbindung im Rahmen hat, versucht man einen flacheren Winkel dadurch herzustellen, indem man ein weiteres Stück über die Ecken schweißt. So werden die Kräfte besser verteilt, die Schwachstellen an den Nähten und an diesen T-Verbindungen werden entlastet und verstärkt und so kann man den Rahmen wieder stabilisieren. So, wenn ihr euch fragt, warum ich so ein bisschen schief stehe immer die ganze Zeit hier, zum einen möchte ich euch den Wagen im Hintergrund zeigen und zum anderen, wenn ich gerade stehe, ist das Stativ zu klein. Ich bin über 1,90 und wenn ich das so mache, sieht man den Wagen nicht mehr. Also lieber krumm stehen und zumindest sieht der Wagen hübsch aus. Bevor ich jetzt an diesem eisekalten Herbsttag hier wieder aufbreche, werde ich diese kleine Location noch mal ein bisschen testen. Testen, ob dieser kleine Sandhaufen, man sieht es vielleicht hier schlecht in dem Profil im Video, ich zeige es euch gerade mal hier, es gibt hier so einen kleinen Höhenunterschied. Hier, das hier ist ein bisschen schräg. Ich werde mal gucken, was mein Wagen so kann. Und ja, ich gucke auch mal, was ich so kann. Ja.
So, das war es genug mit den ganzen Schwachstellen. So schwach ist er gar nicht, deiner Ware. Es sind nur gewisse Baujahre und gewisse Baureihen, die es betroffen hat. Und im nächsten Video geht es darum, ich finde ja diesen Aufbau hinten eigentlich ganz cool mit diesem Dach drüber. Dann geht es beim nächsten Mal einfach darum, das Ding mal zu nutzen, solange ich es noch habe. Und dann versuchen wir mal einen Low-Budget-Camping-Ausbau auf der Ladefläche zu machen. Besondere Challenge bei der ganzen Sache ist, die Ladefläche da hinten ist nur 1,40 Meter lang. Und wenn man es aufklappt, ja, knapp 1,90 Meter. Da muss ich ein bisschen improvisieren. Es darf nicht viel kosten. Wird ja nicht so oft genutzt, bevor es rauskommt. Ihr dürft gespannt sein. Also, immer schön hier unten, ne, immer schön liken, abonnieren, Glocke drücken, wenn ihr nichts verpassen wollt. Empfehlt die Videos weiter, wenn sie euch gefallen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.